Freunde, herzlich willkommen im Wochenende. Ja, es ist mal wieder soweit und es gibt eine neue Bücherwoche von mir. Meine Woche war relativ ruhig, es war sonnig, ich hatte Spätschicht, dementsprechend verlagert sich viel auf den Vormittag und sie war auch lesetechnisch mal wieder sehr erfolgreich, gerade weil ich dann halt auch Zeit vor der Arbeit habe und ja, auch nach der Arbeit, aber auch natürlich viel dann einfach schon vor der Arbeit lesen kann und dann auch in den Mittagspausen immer die halbe, dreiviertel Stunde nutzen kann. Und ja, es sind drei Bücher geworden. Das klingt jetzt an Menge gar nicht so viel, aber es ist ein richtiger Schinken dabei. Dementsprechend denke ich, fangen wir auch direkt mal an. Das erste Buch ist gewesen, habe ich letztes Wochenende schon begonnen, von Julia Drosten, Die Elefantenhüterin. Und hier zeige ich einfach jetzt mal so kurz diese wunderschöne Klappbroschur, die mich erreicht hat, bevor mich dann das E-Book erreicht hat, was ich super schön fand. Und ja, dieses Buch habe ich am Wochenende begonnen, ich glaube dann Montag beendet. Danach folgte von Markus Heitz Vedora, ein Buch, das jetzt glaube ich unglaublich schimmern wird. Ich muss gleich ein bisschen nach rechts, damit man auch alles sieht. Ja, ich war sehr, sehr gespannt auf einen anderen Markus Heitz. Ich kenne von Markus Heitz ja diese Judas-Kinder-Reihe, die ich in sehr, sehr guter Erinnerung habe. Und dann hat mich aber nicht so recht hingezogen, bis dann Vedora kam. Und ja, Staub und Blut. Es sieht auf jeden Fall unglaublich schön aus. Und ja, wurde als nächstes dann beendet. Und das letzte Buch war dann ein E-Book, das ich zusammen mit der lieben Lena gelesen habe. Es ist Gefährlich bei Sturm zu schwimmen. Ein Buch, das jetzt, glaube ich, auch erst im August erschienen ist, was mich vom Titel, vom Cover und auch vom Klappentext sehr, sehr angesprochen hat. Und wir beide relativ spontan dann entschlossen haben, Mensch, das haben wir beide uns jetzt mehr oder weniger vorgenommen, das lesen wir zusammen und das haben wir diese Woche dann auch getan. Und ja, diese Bücher habe ich beendet, es ist Gefährlich bei Sturm zu schwimmen, jetzt auch wirklich erst dann am Freitagnachmittag, glaube ich, beendet. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal mit den Büchern der Reihe nach sozusagen an. Nicht lange quatschen, na, wir kommen zu den Büchern. Ja, und das erste Buch ist Die Elefantenhüterin von Julia Drosten. Und hinter Julia Drosten steckt ja das Autorenpaar Julia und Horst Drosten. Und das Buch ist jetzt Anfang August erschienen, wird oder kostet als E-Book 4,99 €, wird auch als Taschenbuch jetzt im September erscheinen. Also für alle die, die eher das echte Buch bevorzugen, noch ein wenig Geduld. Ich werde auf jeden Fall auf Facebook und Instagram dann auch verkünden, wenn das Buch dann als Taschenbuch erhältlich ist. Es hat 376 Seiten und vorneweg, es hat ein wunderschönes Cover. Also ich habe mich direkt in dieses Cover verliebt. Julia und Horst lassen einen ja auch über Facebook. Ihr findet das, die Autorenseite auch einfach mal unten in der Infobox. Lassen einen ja auch teilhaben an ja, ihren Erfahrungen, an ihren kreativen Ideen. Und so wusste man schon ein bisschen, als sie sich Anfang des Jahres nach Sri Lanka aufmachten, dass das im Grunde eine Recherchereise ein wenig ist, und hatte da schon wunderbare Bilder im Kopf. Und mit diesem Cover, finde ich, haben sie also wirklich sich fast selbst übertroffen. Ich finde es wirklich wunderschön und werde mir die Klappbroschüre auch wirklich so hinstellen, dass ich da immer einen Blick drauf werfen kann, weil ich es wirklich ganz, ganz toll finde und es auch wirklich viel über die Geschichte sozusagen erzählt, wenn man die Geschichte gelesen hat, sozusagen. Ja, aber um was geht es? Wir sind hier im Genre des historischen Romanbereiches und beginnen im Jahre 1803 und sind, wie gesagt, eben auf Sri Lanka. Und wir sind hier bei der Geburt von Vera dabei. Sie ist die dritte Tochter, soll aber keine Tochter sein, denn eigentlich war ein Erbe erwartet, ein Junge. Und so entschließen sich die Hebamme und die Mutter, den Vater zu belügen und Vera eben, ja, als Jungen auszugeben. Denn der Vater, ja, seines Berufsstandes ist der Hüter der königlichen Elefantengarde sozusagen und kann dieses Amt eben nur an einen Sohn weitergeben und nicht an eine Tochter. Und ja, er rennt überfreudig im Grunde zum König, verkündet, juhu, ein Sohn ist geboren. Und in der gleichen Nacht bekommt der Lieblingselefant der Majestät eben auch ein Baby, einen kleinen Elefanten. Und ja, Sidi ist der Name.
Und der König macht direkt Sidi zum Geschenk an Vera, um eben dieses freudige, ja, diese freudige Neuigkeit zu feiern. Denn der König ist davon überzeugt, dass beide Schicksale, dadurch, dass sie beide in dieser Nacht zur Welt kamen, eben miteinander verbunden sind und sich dann im Grunde ergänzen werden. Und ja, es dauert nicht lange und der Vater findet heraus, dass er von Hebamme und Frau belogen wurde und dass Vera eigentlich ein Mädchen ist. Und alle entschließen sich, damit sie eben nicht als Lügner dastehen und des Amtes vielleicht beraubt werden und noch Schlimmeres, dass eben Vera als Junge erzogen werden muss. Und ja, das klappt auch relativ gut. Auch Vera selbst hält sich lange, lange Zeit für einen Jungen, bis sie irgendwann eben so mit 11, 12, 13 merkt, irgendwas ist anders an mir als an allen anderen. Und sie dann eben die Hebamme, die jetzt sozusagen ein bisschen auch mit unterstützend im Haushalt ist, bei der Kindererziehung ist, dann eben fragt und auch ihre Mutter und ihre Eltern und dann eben, ja, das nicht so schöne Geheimnis für sie im Grunde erfährt und dass sie eben diese Bürde einfach tragen muss und eben um die Tradition von ihrem Vater übernehmen zu können, eben weiterhin ein Junge sein muss. Und ja, sie wird ausgebildet wie ein Junge, sie lernt neben Lesen und Schreiben, was auch ihre Schwester lernt, dann eben auch Rechnen, wie man mit Elefanten umgeht und all dies und hat eben eine sehr besondere Freundschaft zu Sidi, ihrem Elefanten, um den sie sich eben auch selbst kümmert. Und so ist es an eines Tages eben, dass diese friedliche Idylle auf Sri Lanka beendet ist und die Briten einfallen und das mit nicht sehr menschenwürdigen und freundlichen Gedanken tun. Und ja, der König wird ins Exil geschickt, die Elefanten sollen verkauft werden oder gar Arbeitselefanten werden, was in Sri Lanka, die ja nach diesem Kastensystem leben, einfach für die Elefanten und ihren Stand gar nicht in Frage kommen, denn da werden nicht nur die Menschen nach Kasten eingeteilt, sondern eben auch gerade die Elefanten, die ja sehr wichtig sind auf Sri Lanka. Und ja, das führt dazu, dass der Vater als Hüter der Elefanten ja, sich dann dazu entschließt, die Elefanten im Grunde zu schützen, sie freizulassen und ja, dann selbst eigentlich zum Flüchtigen wird und er mit seiner Familie dann eben woanders anschlägt und ja, da aber auch kein sehr ruhiges Leben vor den Briten führen kann und es dann zu einer ganz schlimmen Auseinandersetzung kommt und da im Grunde das Grauen ja, der Geschichte sozusagen beginnt. Also nicht nur der Geschichte im Buch, sondern eben der ganzen Geschichte von Sri Lanka. Denn wir haben hier einen sehr schlimmen und ja, qualvoll oder der Qualen einfach liebt, wenn er sie ausüben kann. General, glaube ich, war es gewesen, der wirklich mit aller Macht ja, im Grunde das britische Empire nach Sri Lanka bringen möchte und da auch sozusagen über Leichen geht. Und Vera jetzt einfach ja, ihre Familie schützen möchte, muss und auch ihr Geheimnis schützen muss und möchte und dabei eben merkt, irgendwie ist sie doch mehr Mädchen, mehr Frau als Junge. Und ja, eine Geschichte, die mich von den ersten Seiten an wirklich gepackt hat und ich wirklich dank des wunderbaren Stils von Julia und Horst Drosten wirklich in der Geschichte drin war. Ich fand diese Einleitung so wunderbar mit dieser Nacht der Geburten von Vera und Sidi. Ich mochte es, wie einfach diese Kultur von Sri Lanka eingebaut wurde, wie man sich da einfach nahe fühlt, wie man sich dabei fühlt, wie man auch einfach die Problematik der Hebamme, der Mutter, auch des Vaters dann verstehen kann, dass man eben diese Entscheidung trifft und Vera zu einem Jungen werden lässt. Ich mochte diese Geschichte. Ich mochte diese Verwicklungen, die es eben einfach im Leben tatsächlich gibt. Vielleicht heute nicht mehr so wie früher, aber man konnte die Menschen einfach verstehen. Und ich mochte die Freundschaft zwischen Vera und Sidi unglaublich gerne, dieses Miteinander, dass man einfach spürt, so ein Elefant ist eben nicht irgendein dummes Tier, sondern dass da was Intelligentes ist, wie es eben einfach auch heute für uns ja klar ist, was man damals vielleicht noch nicht ganz immer so geglaubt hat. Aber man einfach da dabei war und man immer spürt, da ist etwas. Und auch Vera sich bewusst ist, dass sie eben zwei Schicksale in sich trägt, zwei Bürden in sich trägt und das eben in sich im Grunde vereinen muss und für beides im Grunde einstehen muss. Und es passieren qualvolle Dinge in dieser britischen Übernahme, die wirklich ohne groß Zensur, sage ich mal, uns gezeigt werden. Und es gab so viel Emotion in diesem Buch. Es begann mit dieser leichten, anfänglichen Freude,
das, was wirklich wunderbar dargestellt war, diese Nacht mit diesen Geburten, das fand ich also wirklich top, wie wir da in die Geschichte eingestiegen sind. Und dann eben dieses ganze Leben, wir freuen uns, wir weinen, also ich weine, sagen wir es mal so, und wir weinen, also ich weine eben mit im Grunde den Menschen mit, so meine ich das mit wir sozusagen. Also es war an Emotionen wirklich Freude, es war Trauer, ich hatte Gänsehaut beim Lesen, ich hatte an manchen Stellen zittrige Hände und war total fix und fertig, aber nie in irgendeiner Art und Weise, dass ich das Buch dann wegklappen wollte, weil es so schlimm war, sondern ich immer irgendwo gehofft habe, es muss doch irgendwo Hilfe her, es muss doch irgendwo was passieren, was mich dann wieder zum Lachen oder zum Lächeln bringt. Und wir müssen aus dieser schrecklichen Situation heraus. Und ich hatte nie das Bedürfnis zuzumachen, sondern eher, ich will und muss weiterlesen. Es hat mich gepackt, es hat mich gefesselt, es hat mich mitgerissen. Und zu diesen Emotionen, zu diesen menschlichen und auch tierischen, wenn man die Elefanten mit einbindet, war dann eben auch noch das große Ganze, eben dieses Geschichtliche mit Sri Lanka, mit den Briten, und Geschichte schreibt sich eben ja erst am Ende sozusagen, dann wird aus der Gegenwart ja im Grunde erst Geschichte, und das hat man hier einfach gespürt. Und dann kommt eben noch so dazu dieses wunderbare Bild rund um Sri Lanka, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist da vor Ort, man hat Momente gerochen, man hat Bilder im Kopf gehabt, es war wunderbar beschrieben und man hat einfach den Eindruck, man geht auf Reise und man ist dabei und man hat direkt Lust, in den Flieger zu steigen und nach Sri Lanka zu fliegen. Und es war schon bei der Schwarzen Taube von Siwa so, das hat ja in Ägypten gespielt, und da war ich ja selbst, und schon da habe ich mich immer an diese Orte erinnert, die da beschrieben wurden. Und ich dachte, das liegt einfach zum großen Teil daran, dass ich eben auch schon an diesen Orten war, was natürlich einen Beitrag dazu geteilt hat. Aber es war hier auch so. Ich war noch nicht in Sri Lanka, hatte aber das Gefühl, ich bin mit den beiden dort, und man hat mich da entführt und mitgerissen. Das fand ich unglaublich schön, und es war auch sehr schön, am Anfang der Kapitel hat man eben auch Wissenswertes erfahren über die Elefanten, über diese Kultur, über wie das Horoskop, wie wichtig das in Sri Lanka war. Und was es eben mit auch der Invasion gegebenenfalls zu tun hatte. Und ich fand es einfach immer, man wusste, wo man ist, wann man ist, man hat Infos bekommen. Es war so eine bunte Mischung, ein wunderbares Potpourri, und man nimmt sich das Beste raus. Und ich fand es toll. Auch wenn die etwas gewaltvolleren Szenen tatsächlich sehr brutal waren und wehtaten in mir, war das toll. Also es war echt großes, großes Bücherkino. Es hat jegliche Erwartungen, die ich an die Geschichte und an die beiden hatte, eigentlich übertroffen. Großes Kompliment. Ich bin wirklich begeistert und ich bin einfach hin und weg. Also ich war tatsächlich danach einen Moment sprachlos und musste auch erstmal meine Gedanken sortieren, und ja, ich fand's toll. Es ist eine absolute Empfehlung. Jeder, der gerne historische Bücher liest, jeder, der gerne was über das alte Sri Lanka erfahren möchte, der eben auch diese spezielle Freundschaft zwischen Vera und Sidi erleben möchte, der ist absolut richtig in dieser Geschichte. Und ich kann sie auch für Anfänger von historischen Romanen wirklich empfehlen, weil man wunderbar mitgenommen wird in diese Zeit und eben auch Zeit hat, sich einzufinden, wo man gerade ist. Und das, finde ich, kommt bei manchen historischen Romanen tatsächlich ein bisschen kurz, war hier aber wirklich perfekt. Also auch wenn man noch keinen historischen Roman gelesen hat, denke ich, dass man hier sich gut einfinden kann und gut dabei sein kann und einfach mal loslegen kann, weil man eben einfach ein Gefühl für diese Zeit bekommt und für die Gegebenheiten vor Ort. Und ich bin einfach begeistert, ich bin einfach hin und weg, und ich finde es wirklich einfach großartig. Ja, nach diesem großartigen Buch ging es mit einem echten Wälzer sozusagen weiter, beziehungsweise wurde es dann schon ein bisschen parallel gelesen. Ich lese ja E-Book und echtes Buch gerne auch ein bisschen abwechseln, weil ich das E-Book dann eben dabei habe und den fetten Wälzer sozusagen dann zu Hause gelesen habe. Ja, wir sind hier bei dem neuen Buch von Markus Heitz, Vedora, Staub und Blut, welches am 1. August im Knauer Verlag erschienen ist und mir auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde. Kostet broschiert, wie ich es in Händen halte, 16,99 als E-Book ist es für 14,99 zu erhalten und hat 608 Seiten, und das sieht man. Und es sieht einfach auch wunderschön aus. Also diese Woche ist das die Woche der wunderschönen Bücher. Also es schimmert
unglaublich schön. Also ich glaube, man kann das ganz gut erkennen. Und ja, wir sind hier in einer Fantasy-Welt und brauchen da natürlich auch eine kleine Karte. Und ja, die haben wir auch hier auf jeden Fall drin. Um was geht's in Vedora? Wir haben hier Tomaya, eine Gesetzeshüterin, und wir haben Liotan, einen ja sehr sympathischen Gauner, so würde ich ihn nennen. Und wir erleben Liotan eben beim Einbruch bei einem Kaufmann, und er entdeckt da etwas seltsame Dinge und wird aber dann ja von Tomaya, der Gesetzeshüterin, eben überrascht. Beide sind befreundet. Und ja, merken, irgendwas in diesem Haus geht vor sich, und sie versucht dann auch ihren Freund im Grunde zu helfen und will ihn auch eigentlich zurechtweisen. Das ist zumindest der Gedanke, denn sie ist eben nun mal eigentlich eine Gesetzeshüterin. Doch der Kaufmann, der im Grunde bestohlen wird von Liotan, ja, ist auf einmal etwas anderes, als er vorgibt, denn er ist ein Hexer. Und er verbannt beide kurzerhand in eine andere Welt. Und diese Welt ist dann eben Vedora. Und Vedora ist alles andere als ein freundliches Land oder eine freundliche Welt. Es ist ja eine Welt, wie wir sie hier auf dem Cover sehen, voller Wüste, voller Sand, voller Hitze. Und ja, die beiden wissen nicht so recht, was sie eigentlich jetzt hier machen, wo sie hin sollen, wie sie wieder nach Hause kommen. Und Tomaya erinnert sich an eine etwas größere Stadt, irgendwie auf einer Karte entdeckt zu haben. Und die beiden kommen über etwas seltsame Wege und mit etwas merkwürdigen Menschen, beziehungsweise sind dann auch zum Teil Wüstenkrieger, eben ja im Grunde in die große Stadt und merken dort, irgendwas ist da ein bisschen merkwürdig. Wir haben einen Herrscher, der sehr mächtig ist, der ja, der sehr groß erscheint, den aber komischerweise noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat, und der aber sehr streng und böse im Grunde eigentlich sein Land regiert. Und es gibt eben zum Beispiel auch magisches Wasser in einer heiligen Grotte, und wir haben auch ja, unglaublich interessante Wesen, Gestalten mit merkwürdigen, sonderbaren, starken Kräften. Und es gibt auch viele, viele fremdartige Kreaturen, die uns eben Vedora näher bringen, und merkwürdige Bräuche, an die man sich ein bisschen gewöhnen möchte, muss, sollte, wie auch immer. Und wir verfolgen eben ja, durch dieses ganze Buch eben Tomaya und Liotan eben durch diese Reise mehr oder weniger durch Vedora und durch diese fremdartige Welt. Ja, seit langem, langem mal wieder ein Markus Heitz, der von mir gelesen wird. Irgendwie hat es mich bei den letzten Büchern nicht so an seine Bücher herangezogen. Ich habe diese Judas-Kinderreihe, Tochter, Sohn, damals sehr, sehr gerne gelesen und war sehr gespannt, eigentlich immer wieder auf neue Bücher von ihm. Und bei diesem Fantasy-Buch hat es mich dann ja im Grunde wieder gepackt. Und das Wüstenthema ist ja auch nach Armani, das ich ja auch schon gelesen habe im August, irgendwie sehr, sehr präsent. Und ich bin ja ein großer, großer Wüstenfan. Also ich bin ja ein großer Ägypten-Fan und liebe die Wüste, liebe die Hitze, liebe Sand. Und natürlich im Urlaub ist das was anderes, als wenn man in ihr gefangen ist. Und daher konnte ich mir persönlich diese Welt einfach wirklich wunderbar vorstellen. Denn man kommt eigentlich direkt in die Geschichte rein. Ich fand es so, die ersten 80 Seiten ein bisschen schwierig, in die Geschichte zu kommen, weil Markus Heitz sehr viele Wörter sich ausgedacht hat für Dinge, die einfach schon einen Namen haben. Und es ist natürlich einfach ein Fantasy-Buch, man muss sich drauf einlassen. Und es ist auch sehr hilfreich. Er hat vorne drin eben auch die Begrifflichkeiten erklärt, einmal die Personen und dann eben auch, welche Begriffe zum Beispiel verwendet werden. Also ein Hakua ist zum Beispiel ein Kannibale, dann haben wir zum Beispiel ein Pajarotta, das ist der Kunstvogel, und so weiter. Aber man muss natürlich am Anfang sich erstmal damit beschäftigen, man muss reinkommen, man muss nach vorne blättern, was ist denn das? Man merkt sich das natürlich nach einer gewissen Zeit, gar keine Frage. Aber so die ersten 80, 90, 100 Seiten fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, um in diese Welt zu kommen. Als ich die dann überwunden habe, war ich drin. Also die anderen restlichen 500 Seiten sozusagen, die habe ich dann, glaube ich, in zwei Schwipsen mehr oder weniger weggelesen und ja, wollte dann eigentlich auch nicht schlafen gehen, sondern immer weiterlesen. Es ist sehr flüssig geschrieben, es ist ein wunderbar andersartiger Schreibstil, wie ich finde. Also Markus Heitz verwendet
Erzählsichten, die man sonst eher nicht so im Fantasy-Bereich findet, was einfach, glaube ich, auch daran liegt, dass es eben eher so eine dunkle Fantasy ist und wir hier auch einfach einen deutschen Autor haben, der sich halt nicht diesem gängigen, klassischen, englisch-amerikanischen Fantasy bedienen kann, weil er eben einfach Deutscher ist, ohne das jetzt negativ zu werden. Aber ich finde, das ist einfach mal, es wirkt moderner, es wirkt anders, es wird spannend, es kommt einfach echt rüber. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe echt viel Spaß gehabt ab Seite 100 sozusagen. Es ist eine spannende Welt, die uns erzählt wird. Sie ist sehr einzigartig, sie ist sehr kreativ. Es geht da auch sehr brutal zu. Es gibt Momente, wo man wirklich so die Augen zumachen möchte und eigentlich wegsehen möchte. Und man spürt Hitze und den Sand und man spürt diese Gefahren, die da lauert. Und es ist einfach unglaublich gut beschrieben. Wir haben ganz viel Tiefgang, wir haben sehr detaillierte Beschreibungen. Das könnten für manche schon wieder ein bisschen too much sein. Ich mag das ja unglaublich gerne, wenn ich wirklich viel Eindrücke bekomme, viel mitnehmen kann, mir viel im Kopf vorstellen kann. Das ist ja was ich unglaublich liebe. Und es gibt manchmal so Momente, wo ganz viel detailreich erzählt wird, aber es eigentlich gar keinen Grund dahinter gibt, warum. Das waren immer so Momente, wo ich ein bisschen gestutzt habe und gedacht, warum bekomme ich die Info, wenn ich sie dann eigentlich nicht mehr brauche. Aber man weiß ja nicht, was vielleicht noch in dieser Welt kommt. Beide fand ich, also unsere beiden Protagonisten, Tomea und Liotan, fand ich sehr sympathisch. Es hat einfach Spaß gemacht, diese Unterschiede der beiden zu sehen, aber dass sie trotzdem so an einem Strang zogen und man einfach beide irgendwie gut nachvollziehen konnte, mit beiden mitgehen konnte. Und es war einfach eine tolle Freundschaft, die wunderbar funktioniert hat. Und mir hat es echt Spaß gemacht, mit diesen beiden durch diese Welt zu jagen. Und es ist eine an sich abgeschlossene Geschichte. Ich habe das mal so ein bisschen recherchiert. Aber ich finde persönlich, mit diesem Universum, mit dieser Welt, die er erschaffen hat, könnte er tatsächlich einfach noch ein bisschen mehr draus machen. Also es ist, denke ich, jetzt noch nicht zu sagen, ob wir Vedora wirklich nie wiedersehen oder ob da nochmal was kommt. Denn das Universum bietet auf jeden Fall noch reichlich Ideen und Möglichkeiten, da noch etwas mehr daraus zu machen. Ich mochte das Buch wirklich sehr, sehr gerne. Es hat mich wirklich in eine wunderbare Welt geschickt. Ich würde wirklich ein bisschen abzugeben für den Anfang, der es mir ein bisschen schwer gemacht hat, reinzukommen. Aber man sollte da einfach nicht aufgeben. Und wenn man eben mal drin ist in dieser Welt, dann möchte man sie auch einfach nicht mehr verlassen. Und es war einfach toll. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Es ist wirklich eine Empfehlung für alle, die gerne ja eigentlich schon mehr oder weniger High Fantasy lesen, die das auf einer modernen Art und Weise vielleicht lesen möchten, weil ich finde den Stil wirklich von Markus Heitz sehr modern, sehr frisch und ja, trotz dieses High Fantasy Genres, für mich widerspricht sich das eigentlich, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich fand die Welt wirklich ganz, ganz toll. Es hat echt Spaß gemacht und war wirklich ein tolles Buch. Und ich werde tatsächlich jetzt öfter mal wieder Ausschau halten nach Büchern von Markus Heitz und mich dann einfach mal wieder in eine Fantasy-Geschichte fallen lassen und habe wirklich das Staubige in diesem Buch echt genossen. Und auch die brutalen Momente, die manchmal schon sehr heavy waren, hat er einfach unglaublich gut rübergebracht. Also es ist nicht, dass es irgendwie Hauptsache Gemetzel, Hauptsache blutig, sondern es hatte eben einfach Sinn und Verstand und es ist einfach diese Welt und ich fand's toll. Also ich mochte die Geschichte wirklich sehr, sehr gerne und wäre der Anfang vielleicht noch so ein Hauch leichter gewesen, wäre das wirklich eine absolute Empfehlung. So ist es nur eine fast absolute Empfehlung, aber ne, da ist einfach jeder so ein bisschen anders und ganz, ganz toll, kann ich wirklich empfehlen. Jeder, der gerne High Fantasy liest, ist hier auf jeden Fall gut bedient und wird mit diesem Buch auf jeden Fall auch Spaß haben. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch der Woche und zwar wieder ein E-Book und zwar Es ist gefährlich bei Sturm zu schwimmen von Ulla Scheler. Das ist am 8.8. im Heine Fliegt Verlag erschienen und wurde mir auch von diesen zur Verfügung gestellt. Das E-Book kostet 9,99 €, die broschierte Ausgabe kostet 14,99 €. Es hat 368 Seiten und mich hat besonders gefreut, dass ich zusammen mit Lena gelesen habe. Es war unser erstes gemeinsames Lesebuch. Es lief wunderbar diese Woche. Wir haben uns ganz, ganz toll ausgetauscht. Liebe Grüße an dich. Ihr findet natürlich ihren Kanal unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich glaube, wir hatten viel Spaß bei unserem Austausch und auch darüber hinaus, was es da so ein bisschen zu erzählen in der Woche gab. Und es ist auf jeden Fall nicht das letzte Buch, was wir gemeinsam gelesen haben. Und
Fangen wir einfach mal an. Mich hat bei diesem Buch wirklich das Cover angesprochen, mich hat der Titel angesprochen und dann der Klappentext. Und es geht in dem Buch um Hannah und Ben. Diese sind Freunde seit der Kindheit und verstehen sich eigentlich immer blind und super gut, bis eines Tages der Vater von Ben stirbt und auch etwas in Ben sich einfach verändert und Hannah das merkt. Auf einmal ist dann auch noch Ben verschwunden, kurz vor dem Geburtstag von Hannah, taucht dann aber an ihrer Geburtstagsfeier wieder auf. Und Hannah ist da so irgendwie erschrocken und entsetzt darüber, dass sie es einfach nicht versteht. Und beide sind kurz vor dem Schulabschluss und planen eben, bevor sie an unterschiedliche Universitäten zum Studieren gehen, beziehungsweise Hannah möchte ein freiwilliges Jahr machen, im Grunde noch eine Reise zu machen. Ja, und Ben bekommt im Grunde Hannah rum und beide machen eine Reise zusammen im Zelt und fahren eben ans Meer. Dort am Meer angekommen, verbringen sie eben wunderbare freundschaftliche Stunden im Zelt, am Strand, im Meer und treffen dann auf Chloe, ein Mädchen, das ein bisschen verrückt erscheint, irgendwie sie kifft, sie raucht und hat nicht so einen rechten Plan vom Leben und die erzählt ihnen eine Legende von diesem Strand, von diesem Meer, nämlich über Oceana, die gerade bei Sturm sich jedes Jahr eben einen jungen Mann holt. Und beide halten das erstmal für etwas merkwürdige, für eine merkwürdige Geschichte, glauben nicht an irgendwelche Legenden. Aber als dann eben der Sturm mehr oder weniger einsetzt, kommt Hannah immer mehr so in Überlegung und Oceana holt sich gegebenenfalls wirklich irgendeinen Jungen, so prophezeit es zumindest Chloe. Und beide, Ben und Hannah, haben auch noch auf der Reise dorthin eine Liste erstellt mit Dingen, die sie in ihrem Leben tun wollen. Angefangen von, sie hätten gerne 25 Kinder, sie wollen blind Auto fahren oder eben einen Tag schweigen. Hannah setzt auf die Liste einen Fremden küssen, das sie direkt dann auch dort umsetzt und dann eben auf Sam trifft, der so erschrocken ist und sie dann tatsächlich nochmal findet, dass da so ein bisschen ein kleiner Flirt zwischen den beiden entsteht. Ja, Ben setzt auf die Liste zu gehen, ohne sich zu verabschieden. Und hier kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln, wo wird diese Geschichte hingehen? Ich mochte Ben und Hannah von Anfang an sehr, sehr gerne, auch wenn sehr vieles irgendwie sehr merkwürdig an beiden war und man das Geheimnis von Ben nicht verstand, auch diese Freundschaft zwischen den beiden nicht ganz greifen konnte, weil sie zwischendrin eben auch mal flirten, sich küssen, aneinander kuscheln und dann sind sie doch wieder nur Freunde. Das waren so Dinge, die ich nicht ganz verstanden habe, die ich nicht nachvollziehen konnte, die ich nicht wusste, wo geht es hin. Und dieses Gefühl hatte ich, glaube ich, wirklich so ziemlich bis zu den letzten 100 Seiten. Was will mir diese Geschichte eigentlich erzählen? Warum nimmt auf einem Freundschaftstrip auf einmal diese Nebenfiguren wie Sam und Chloe so viel Platz ein? Warum verbringen die beiden Freunde nicht mehr Zeit miteinander, sondern verbringen sie mit anderen? Warum sucht die beiden irgendwie keiner? Warum können da die in einem Zelt wohnen, dann in irgendeiner Hütte und keiner findet es irgendwie komisch? Es haben sich ganz, ganz viele Fragen irgendwie aufgetan. Und irgendwie wusste man einfach bis zu den letzten 100 Seiten nicht, wo es hingeht. Und es war wunderbar geschrieben, da gibt es echt nichts zu meckern. Es war sehr philosophisch, hatte ich so den Eindruck, es gibt ein paar Weisheiten. Es hat gefühlt wirklich Spaß gemacht zu folgen, mitzugehen und diese Geschichte auch, man konnte sie auch genießen. Aber es waren immer mal so Kopfschüttelmomente dabei, wo ich einfach dachte, die beiden haben einfach sehr merkwürdig reagiert. Und mir hat dieses ganze Miteinander irgendwie... fand ich komisch. Also was mir unglaublich gut gefallen hat, war diese Leichtigkeit des Strandes, des Meeres, das Gefühl, was einem da vermittelt wurde. Das war wirklich, wo ich sage, das hat die Autorin ganz, ganz toll rübergebracht. Das hat mir echt gefallen. Auch diese Leichtigkeit, die sich dann irgendwie auf diese Freundschaft übertragen hat an mancher Stelle, fand ich super, super schön. Aber... mehr war es halt irgendwie auch nicht. Es ist eine schöne Geschichte, aber nichts, was einem irgendwie im Kopfe bleibt, nichts, was einem berührt, was einen mitnimmt, was, was einen tief begeistert. Ja, es ist irgendwie so eine Freundschaftsgeschichte, ein leichter Roadtrip und eben irgendwie merkwürdige Nebencharaktere, die man nie so richtig greifen kann. Das ist, glaube ich, so grundsätzlich das Problem. Und wenn sich eben eine Geschichte erst auf den letzten 100 Seiten irgendwie Sinn ergibt und dann gar vielleicht auf den letzten 20 Seiten tatsächlich einstellt, was diese Geschichte soll, finde ich das persönlich einfach ein bisschen wenig, ein bisschen schade, weil man irgendwie gefühlt so viel schon gelesen hat und
ja, warum, ne? Also ich weiß nicht, das war so ein merkwürdiger Eindruck in mir, der dieses Buch nicht greifen kann. Ich mich einfach frage, was will mir die Autorin mit dieser Geschichte eigentlich sagen und wo geht's hin? Also das habe ich mich ganz oft gefragt, das haben wir uns auch im Austausch, Lena und ich, ganz oft gefragt. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Es war als Jugendbuch tituliert, aber in was für eine Art Jugendbuch geht's irgendwie? In Fantasy? Was hat es mit dem Meer auf sich, mit dieser Legende? Ist es irgendwie ein Thriller? Wird es ein Krimi? Wird es einfach ein Drama? Ist es ein Roman? Man hat nicht gewusst, wo es hingeht. Man konnte es nicht greifen. Und das hat ja uns tatsächlich bis zum Ende ein wenig verwirrt. Und das ist auch so das Fazit. Irgendwie eine verwirrende Geschichte, die schöne Momente hatte, auch sehr merkwürdige Momente. Also es gibt zum Beispiel auch total Unlogisches, dass nach 2 Wochen in der Tasche noch ein Handy klingelt und man sich fragt, ja genau, bei der heutigen Akkuladung und Leistung klingelt ein Handy irgendwie noch nach 2 Wochen. Und es ist auch irgendwie ein neuzeitlicher Roman und jeder schreibt sich da SMS und keiner nutzt irgendwie Facebook groß und keiner nutzt irgendwie WhatsApp. Das ist so, das hat, ja, habe ich irgendwie komisch empfunden manchmal. Also ja, also es ist irgendwie ein Buch, es war ganz okay, aber es ist jetzt, glaube ich, nichts, was man unbedingt gelesen haben muss. Ja, irgendwie auch der Klappentext sehr verwirrend. Ich weiß nicht, also irgendwie war es für mich nicht ganz rund. Ich habe mir aber 2 Weisheiten rausgeschrieben, die ich ganz schön fand und die ich euch jetzt einfach auch nochmal vorlese. Vielleicht geht es genau darum, dass wir schwerelos mit allen Vor- und Nachteilen sind, dass wir nicht wissen, wo es hingeht und dass wir nicht wissen, wie lange es dauert. Und vielleicht nennt man diesen Zustand Leben. Sehr schön, hat mir echt gut gefallen. Und dann haben wir noch, das Leben besteht aus Zeitverschwendung. Irgendwie muss man diese Ewigkeit von 82 Jahren durchschnittlicher Lebenserwartung ja rumkriegen. Und ich werde meine Zeit nutzen, um so richtig fett zu werden. Ja, da ging es um Essen, um Naschen und das, ich glaube, weiß gar nicht, was da gegessen wurde. Und dass es halt eigentlich das Essen so sinnlos ist und man eigentlich seine Zeit sinnvoll bestreiten muss. Und das fand ich irgendwie cool, wo ich dachte, so ein Leben besteht aus Zeitverschwendung. Fand ich irgendwie, ja, das war irgendwie so die Metapher aus diesem Buch. Und man hat auch so das Gefühl, die ersten 300 Seiten des Buches oder 250 waren irgendwie, ja, keine Zeitverschwendung. Aber irgendwie musste man ja, der Weg ist das Ziel sozusagen, ne? Ja, das waren die 3 Bücher der Woche. Und ja, doch eigentlich eine ganze Menge geschafft, gefällt mir sehr gut. Auch das Gemeinsamlesen motiviert natürlich unglaublich, dran zu bleiben, weiterzumachen und der Austausch ist wirklich schön. Auch mit Lena hat er echt Spaß gemacht und ja, da werdet ihr bei Lena auf jeden Fall auch noch was sehen. Guckt auf jeden Fall mal auf ihren Kanal, da wird dann, denke ich, auch in der nächsten Woche eine Rezension dazu kommen. Ja, das waren soweit die Bücher. Dann lief diese Woche auf Sky die 6. Staffel von Game of Thrones. Auch die habe ich mir zeitweise ansehen können, je nachdem, wie ich halt vom Schichtplan in der Spätschicht eingeteilt war. Auch die habe ich sehr, sehr genossen und besonders Folge 5. Ja, ich glaube, Folge 5 hat mich wieder total in den Abgrund gestürzt. Ja, für jeden, der Game of Thrones kennt, der weiß, was da passiert. Ich saß wieder davor, wie auch schon beim ersten Mal. Ich bin dann fix und fertig. Also die Serie schafft es immer wieder, dass man tief, tief fällt und das Gefühl hat, man kommt da nicht mehr hoch. Und das Leben geht aber irgendwie weiter und so ist es wohl tatsächlich, ne? Also, ja. Ja, Buch 5 wartet ja noch auf mich, steht ja hinter mir. Ja, habe ich ja geplant für September. Ich habe gerade aber in dieser Woche gemerkt, ich hatte nicht die Muse damit anzufangen. Mal gucken, ob die Lust jetzt vielleicht diese Woche oder nächste Woche kommt, weil dann fange ich einfach so an. War aber diese Woche ja auch gut beschäftigt mit anderen Büchern. Und ja, was gibt es noch ein bisschen über die Woche zu erzählen? Ja, die Abstimmung für unseren Leseclub auf Facebook findet ihr natürlich auch in der Infobox. Hatte ich ja letzte Woche erzählt, dass 3 Bücher zur Auswahl stehen und es ist Ich fürchte mich nicht von Tahira Mafi geworden, ein Auftakt einer Trilogie der Shatter-Me-Reihe. Wenn ich mich nicht irre, ein Buch, das schon ewig bei mir auf dem Sub liegt und ich glaube sogar schon der 2. Teil bei mir auf dem Sub liegt. Ja, also wenn sie gut ist, kann ich im Grunde direkt weiterlesen und ja, wer mitlesen möchte, wer sagt, hey, dieses Buch wollte ich schon lange, lange lesen, steht lange auf der Wunschliste oder es liegt womöglich sogar schon auf dem Sub, der guckt einfach mal in die Infobox, kommt in die Facebook-Gruppe und wir werden so auf ja, späte Mitte, Ende des Monats mit dem Lesen beginnen. Es wird dann eben auch eine Einteilung geben und es wird die Einteilung sowohl fürs echte Buch wie dann auch für das E-Book geben und ja, das halt einfach mit dabei. Wenn ihr das lesen wollt,
Ich freue mich sehr darauf, dass wir dieses Buch lesen, weil es, wie gesagt, schon Ewigkeiten auch auf meinem Sub liegt. Und ich jetzt einfach mal gespannt bin auf diese Trilogie und es ja schon alle drei Teile gibt. Und man sozusagen, wenn es einem gefällt, direkt weitermachen kann und ja, man dann eben nicht warten muss, bis das nächste Buch irgendwie erscheint. Dann zu dieser Woche habe ich wunderbare Klassiker geguckt und zwar auf Sky, ich glaube Nostalgie, lief Gary Grant. Ja, ein Schauspiel, den ich eigentlich nicht so mag, weil ich den persönlich ein bisschen too much finde, aber für die damalige Zeit und seinen Film eigentlich sehr cool fand. Also so ein bisschen ein früherer George Clooney, wenn man so möchte. Es lief Ein Hauch von Nerz mit der wunderbaren Doris Day. Ich liebe diesen Film. Und es lief danach irgendwas mit Petticoat und Tony Curtis. Ich weiß jetzt gerade den Titel nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und es war toll. Also gerade, wenn es dann schwarz-weiß ist und man wirklich so, ja, diese alte Schauspielschule irgendwie sieht. Ich komme gerade auf dieses Petticoat nicht. Auftrag Petticoat, so. Da spielt eben auch Tony Curtis mit. Und wunderbar. Also wir hatten wirklich einen wunderbaren Abend mit diesen beiden Filmen. Und es hat wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ja, es gibt auch nach, ich glaube, dieser Petticoat-Film war 59 und Ein Hauch von Nerz könnte ein Hauch später gewesen sein. Also eigentlich ja wirklich 60 Jahre zurückliegend, fast, ne? Oder 55, wie man es nennen möchte. Und man kann trotzdem lachen, ne? Also unglaublich. Ich habe schon gesehen, kommende Woche werden wohl auch der ein oder andere Marilyn Monroe-Film kommen. Und da spielt ja auch immer mal Tony Curtis, mit dem ich wirklich unglaublich gerne gucke. Und in meiner Jugend, ich fand den einfach toll. Gerade in diesen Schwarz-Weiß-Filmen habe ich den sehr gemocht. Und ja, da freue ich mich drauf. Auch ein sehr ja, auralastiger Mann, finde ich. Also wie er jung war, der hatte tatsächlich was. Er war nicht eine klassische Schönheit oder so rebellisch wie ein James Dean, aber der hatte was. Oder ja, also ich mag ja diese alten Gentleman-like Männer, auch so Gary Grant, wobei der mir schon ein Hauch zu viel ist, oder so Rock Hudson, James Garner, die fand ich wirklich in der damaligen Zeit schon nicht schlecht und ich bin einfach ein Doris Day-Film. Und dementsprechend war das ein schöner Filmeabend und hat sehr Spaß gemacht. Und dann lief diese Woche auch mal noch Harry und Sally. Ja, da kann man als Frau einfach nur lachen. Der war ja Ende der 90er, glaube ich. Oder Ende der 80er? Ende der 80er lief dieser Film, richtig. Und über den Film haben wir dann ja in unserer Jugend eigentlich alle gesprochen, weil es gibt ja da diese phänomenale, ich täusche einen Orgasmus vor Szene und die ist eigentlich immer im Brüller. Und wer es noch nicht kennt, da geht es ja um Männlein, Weiblein und er behauptet eben, es gibt keine Freundschaft zwischen den Geschlechtern und es wird immer der Sex dazwischen kommen und sie ist davon eben nicht überzeugt. Und beide haben dann eben immer wieder Beziehungen, treffen sich aber immer wieder in ihrem Leben und dann entwickelt sich eben eine Freundschaft daraus. Und ach, das ist einfach lustig. Mit Meg Ryan und ihn habe ich schon wieder vergessen. Eine Meg Ryan, wie sie ja damals wirklich sehr beliebt war, wie sie wirklich ja, also auch die Frau und die Schauspielerin schlechthin war, wenn man die heute zum Beispiel sieht mit allen ihren OPs, dann ist sie ja nur noch ein Schatten ihrer selbst, also auch ein wunderbarer Film. Also wie ihr seht, ich habe tatsächlich auch mal ein bisschen Sky geguckt, sonst kommt ja nicht so viel im Fernsehen und ja, habe ich sehr genossen, diese Filme, war echt lustig, hat echt Spaß gemacht und ja, wie ihr seht, hat mich gut unterhalten. Ja, was ist für die nächste Woche geplant? Am Samstag nächste Woche, also am 10. September gibt es ein bayerisches Booktuber-Treffen und zwar diesmal in Nürnberg. Wer also noch Lust und Zeit hat und vielleicht aus irgendwie der Nähe von Nürnberg kommt, wir werden uns um 10 Uhr am Bahnhof treffen und ich freue mich da sehr drauf. Also ich werde dabei sein, ich freue mich drauf, ich bin total gespannt auf Nürnberg. Ich habe nicht vor, Bücher zu shoppen, dafür Yankee Candle. Also es gibt da ja, glaube ich, diesen großen Karstadt oder ist das Kaufhof Galerie? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Da waren wir auch schon im Dezember zum Booktuber-Treffen und da gibt es so eine große Yankee Candle-Abteilung und in die will ich auf jeden Fall einmal stürzen. Und es gibt, glaube ich, auch einen Lush in Nürnberg. Und mal gucken, ob ich einen zu denen auch noch finde, weil ich da gerne, ich brauche ein Shampoo.
gibt kein Shampoo bei DM oder Rossmann, ich brauche meins von Lush. Ich mag diese Shampoo-Bars einfach unglaublich gerne und ja, möchte mich da einfach mal ein bisschen wieder umgucken und mal schauen, ob wir diese Zeit haben und ich freue mich einfach auf all die, die da kommen und ich bin da total wieder ja, begeistert, wer da alles sich schon so angemeldet hat, wer dabei sein wird und freue mich da auf jeden Einzelnen dann wieder zu treffen und ja, ich persönlich werde wahrscheinlich nicht viel filmen, ich genieße ja eher dann immer diese Momente und bin dann nicht so die Kamerafrau, ich bin ja auch kein Vlogger in dieser Art, aber ich denke, es wird von anderen ganz, ganz viele Videos geben und die werde ich dann natürlich auch nach und nach einfach mal auf Facebook teilen, damit ihr dann einfach auch ein bisschen was von diesen Eindrücken miterlebt und wer eben Lust hat und aus Nürnberg kommt oder Umgebung und einfach Zeit und Lust hat am Samstag, der ist da einfach mit dabei. Dann, ja, das ist auf jeden Fall Nürnberg. Ja, dann habe ich gestern endlich meine Bahntickets gebucht für Frankfurt. Also ich werde auch auf die Frankfurter Buchmesse fahren. Mit meiner Freundin, wo ich auch schon die letzten zwei Mal geschlafen habe, ist der terminliche Rahmen jetzt gegeben. Ich werde Freitag früh anreisen. Ich glaube, es geht hier um 5:30 wieder los mit dem Zug. Werde so gegen 9:30, dann 9:45 in Frankfurt sein. Werde mich dann direkt zur Messe begeben und werde den Freitag auf der Messe verbringen. Ich habe schon zwei konkrete Einladungen zu Bloggertreffen und einen anderen netten Termin und ja, da wird auf jeden Fall der Freitag ein bisschen getaktet wieder sein. Ich freue mich auf die Begegnungen. Samstag gibt es dann ganz viel Sightseeing. Meine Freundin also endlich wollten wir wieder mal shoppen gehen. Da habe ich gesagt, ich will auch mal was von Frankfurt sehen. Das ist ja dann das dritte Mal, dass ich dort bin und ich kann ja nicht sein, dass ich nur die Zeil sehe, Einkaufszentren und die Messe. Ich will was sehen und ich will nicht groß shoppen. Das habe ich auch gesagt. Lush, ne, ist immer so meins, wo ich gerne hingehe, wenn ich die Möglichkeit habe. Aber das ist so, wäre das Einzige. Und dann genießen wir den Samstag sozusagen mit Shopping und sonstigen. Dann wird es ein wunderbares Abendessen geben und am Sonntag gehe ich dann nochmal mit meiner Freundin auf die Messe, werde dann wohl auch beim Booktuber-Treffen sein, mal gucken, wie das klappt, von der Zeit her, wie es sein wird und ja, werde dann jetzt natürlich nach und nach ein bisschen die Veranstaltungen hier durchsehen und ja, ich fahre hin, Tickets sind gebucht und ich freue mich und bin total gespannt auch auf den Pressetag am Freitag. Ich war in Frankfurt noch nicht auf einem Pressetag, ich war immer nur am Wochenende und bin einfach sehr gespannt, ob da einfach eine andere Atmosphäre herrscht, ob man ein bisschen leichter anders vielleicht an Autoren und so herankommt und bin da einfach neugierig und ja, werde mich jetzt nach und nach einfach mit den Terminen beschäftigen, wer was wann und wo. So, was gibt es noch zu erzählen? Ja, nächsten Sonntag, der 11.9., ein großes Spektakel auf BookTube, denn es gibt die zweite Folge vom BookTube Live. Das hat ja Carina und Phil ins Leben gerufen und es gab ja bereits eine Folge und ich werde bei der zweiten Folge dabei sein und ich freue mich so, dass ich dabei sein darf. Es ist ein Live-Hangout auf Phils oder Carinas Kanal. Mehr dazu auf jeden Fall noch im Laufe der Woche. Ich werde da auch noch ein kleines Info-Dingens auf Facebook und vielleicht auch hier bei der nächsten Bücherwoche nochmal geben. Und ja, ich freue mich drauf. Also BookTube Live am Sonntag, 11. September, 19 Uhr. Seid auf jeden Fall dabei. Haltet euch die Zeit frei. Das wird ein Spektakel an BookTubern und ich bin sehr gespannt, was dieses Mal auf uns zukommt, auf mich, weil ich dann auch live dabei sein werde. Und ich freue mich, dass ich dabei bin und bin total gespannt und freue mich. Also seid auch dabei und ich verlinke euch auch einfach mal das erste BookTube Live Video unten in der Infobox. Da könnt ihr euch schon mal ein Bild machen, was euch da erwartet bei diesem Live Hangout. Und ja, Sonntag, nächsten Sonntag, 19 Uhr. Seid auf jeden Fall dabei. Ja, und ich glaube, das müsste es an Erzählungen jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht zu lange geplaudert habe. Ich sehe ganz schlecht den Zeitbalken. Dementsprechend war es das jetzt, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meiner Bücherwoche. Vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Buch schon gesehen, gelesen, den ein oder anderen Film vielleicht auch schon mal gesehen. Dann natürlich gerne in die Kommentare, ab damit. Wenn euch irgendwas in der Bücherwoche fehlt, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne mal erzählen, wenn ihr euch noch irgendwas Besonderes wünscht, wo ihr sagt, hey, wie ist denn das damit und dem mit und wie auch immer. Immer gerne mit Ideen hierher und ich ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Wünsche euch nun ein wunderbares Wochenende, einen tollen Samstag, einen ruhigen Sonntag mit vielen wunderbaren Lesestunden,
was auch immer ihr gerne tut für Stunden. Lasst euch auf jeden Fall gut gehen und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Woche, beziehungsweise bei den nächsten Videos. Meine Güte, deutsche Sprache heute schwer. Also macht schön gut, bis bald. Tschüss, eure Steffi.